mir ist es wichtig, diese Kampagne zu unterstützen, weil ich als Teil des Weißen Kreuzes mich da repräsentieren möchte. Ich finde, dass ich als Freiwilliger und auch viele andere Freiwillige und Angestellte beim Weißen Kreuz schwierige Zeiten durchgemacht haben. Es ist plötzlich gestartet mit vielen Todesopfern, wie wir auch in den Medien mitgekriegt haben. Und ich finde, dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können, wenn wir die Regeln einhalten und so weitermachen. Die Geste bedeutet für mich ein Lächeln, wie es auch in der taubstummen Sprache so gehandhabt wird. Es ist aber nicht nur ein Lächeln, sondern es soll auch Distanz bedeuten, dass wir einen Abstand einhalten und die Regeln befolgen.